Im Windschatten hoher Alpengipfel lässt es sich gut leben. Das werden wohl auch die vom reichen Wildbestand angezogenen ersten Siedler des 10. Jahrtausends empfunden haben. Das berichten sie uns durch die Felsbilder, die sie hinterließen. Mehr als 300.000 Gravuren von hohem Wert für die Entschlüsselung der Menschheitsgeschichte wurden bis heute freigelegt. Ebenso viele schlummern wahrscheinlich noch unter dem grünen Pflanzenkleid. Über einen Zeitraum von 10.000 Jahren haben die Bewohner des Val Camonica die von Eiszeitströmen glatt geschliffenen Felsen als spirituellen Ort empfunden, als eine Art Nahtstelle zwischen der irdischen Existenz und dem Göttlichen. Die UNESCO hat die umfangreichste Datenbank der europäischen Frühzeit schon 1979 als erstes Weltkulturerbe Italiens unter ihren Schutz gestellt. In den Dörfern entlang des Lago di Seo und des Flusses Olio erblühte das Christentum schon im 4. Jahrhundert. Die Ausschmückung der alten Kirchen ist hochwertig und gut erhalten. Dafür haben sie viele Opfer gebracht, die gottesfürchtigen Bewohner des Tals, in der langen Tradition ihrer Vorfahren, trotz entbehrungsreicher Epochen.